Oh, Schweine. Ratten. Guck mal, Wölfe. Und Hühner und Schweine und Fichten und. Und Menschen in Rüstung. Ja, die sieht man auch überall. Oh. Keine Ahnung, warum dir deine Hunde total folgen und meine nicht mir. Deine Das nicht war mehr? einfach ein besseres Vorsicht, hier ist Knapp. eine Schlucht unten drunter. Yep. Sollten wir die vielleicht nicht reinführen? Scheiße! Das gibt's doch nicht. Bist du jetzt da reingefallen? Ja. Wie hast denn das jetzt da Ich angestellt? weiß es nicht. Ich dachte, ich wäre daneben. Ich bin genau da lang gelaufen, wo du lang gelaufen bist. Immerhin bist du nicht gestorben. Oh. Oh, fuck. Ja, super, jetzt fallen die ganzen Wölfe runter. Wieso tun sie das? Ich weiß es nicht. Weil du da unten bist. Kommst du hoch? Ich kam Schaffst du dir doch das? eben schon die ganze Zeit nicht hinterher. Ja, Achso. schaffe ich. Ich hoffe, die sind nicht gestorben. Die leben noch, aber keine Ahnung, wie die da jetzt wieder rauskommen wollen. Die kommen wieder raus. Irgendwie. Das wird schon Ah, gehen. was Ansonsten muss finden das wir hier? vielleicht nochmal welche. Hast aber das Glück, dass du nicht gestorben bist, ey. Das wäre jetzt wieder toll gewesen. Ja, dann wärst du wieder am Spawn gewesen. Nee, ich hatte noch zwei Herzchen hatte ich noch. Glück gehabt! Ja. Aber ich bin echt genau da lang gelaufen, wo du lang gelaufen bist. Und plötzlich macht's flupp und ich bin unten. Komisch. Ich dachte schon so, yeah, ich hab's geschafft und dann zack. Pff, musst du schleichen dort. Das nächste Schleiche ich Mal. einmal nicht. Ah, das stimmt allerdings. Bist du sonst? Sorry, Wölfies. Wölfies. Wölfchen? Der eine hat sich gerade so ein bisschen hinterher teleportiert. Sah zumindest so aus. Du hast dann wieder drei Wölfe hinter dir, also von daher. Hinter mir oder hinter dir? Hinter dir. Also es sind fünf hinter uns insgesamt. Und Okay. drei hinter dir. Immerhin ein paar. Noch. Ein paar noch. Noch ein paar. Ein paar. Punkt, Punkt, Punkt. Noch. Ist echt krass, wie schnell man hungrig wird, wenn man so schnell läuft und hüpft und so. Das stimmt. Wieder eine Wiese. Echt verrückt. Höhlengeräusch. Frage mich, von welcher Seite wir jetzt so richtig kommen. Habe ich gerade überhaupt keinen Plan irgendwie. Also das Meer hat mich echt verwirrt, weil es da absolut keine Anhaltspunkte gibt, weißt du? Ja, ich weiß. Naja, wir werden sehen. Solange wir nach Hause kommen, ist ja gut. Oh, ich hoff's. Häschen. Häschen sind auch gut. Albino-Häsis. Am Ende ist noch ein Kampf keine Guild. Das würde jetzt noch den Tag toll machen. Abrunden. Abrunden, genau. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, das stimmt. Oh. Jack-O-Lantern. Also, Kürbisse. Bist denn du? Nur weitergelaufen. Wo bist du denn wieder? Keine Ahnung, ich folge einfach deinen Hunden. Ja. Alter. Was? Mu. Wo bist denn du? Dum, 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 dum. Ach, gucke mal an. Weißt du, Was? was wir hier wieder gefunden haben? Oh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Diese Mine. Ja, jetzt findest du den Weg nach Hause, Dann oder? wissen wir ja, dass wir auf dem rechten Weg sind. Lustig. Oh Mann. Von der Seite kommen wir also. Sehr lustig. Naja, wenigstens ein was hat's gebracht. Wir haben Wölfe. Noch. Ja, ich hoffe, das bleibt so, ne? Ich sehe hinter mir keine Wölfe. Nur hinter dir. Genau einen. Doch, bei dir sind auch noch welche dahinter. Die sind Echt? nur noch weiter weg, ja. Huch. Okay. Aber lass uns erstmal sicher nach Hause schaffen und dann mal abwarten. Ja. Ich will die jetzt auch einfach nur nach Hause bringen. Genug von Abenteuern und Reisen. Oh ja. Draufgepfiffen auf das Holz. Aber. Ich weiß nicht, wo der Spawn ist. Man könnte ja. Obwohl, wenn man sich umbringt ohne Bett.
Dann ist man da. Dann ist man zwar am Spawn, und soweit ich weiß, gibt's am Spawn auf alle Fälle Dschungel und auch dieses Akazienholz. Naja, dann machen wir das mal irgendwie. Aber dann haben wir dort keine Pferde und brauchen ewig, bis wir wieder hier bei Naja, uns dann sind. brauchen wir halt ewig. Wir können ja dann die Reise überspringen oder so. Das ist ja auch uncool, das ist ja gecheatet. Was heißt denn gecheatet? Ich weiß halt nicht, Das wäre dann halt nur ein bisschen langweilig wie zuzu. weit's weg ist, mit den Pferden zu hinzureiten zum Spawn. Ich weiß nicht, auf welche Koordinaten der hat. Wenn da 0-0 ist oder so, dann sind wir da eigentlich relativ schnell mit den Pferden einen halben Tag. Ah, ich sehe unsere Küste am fernen Horizont. Ah, das gibt dann schon mal ein schönes Gefühl. Meinst du, wir schaffen das heute noch? Nee, ne? Ja, ist ja nur noch übers Wasser. Obwohl, ist noch weit übers Wasser. Hey. Lass uns einfach hier im Berg pennen oder so. Du pennst den Berg. Ja, würde ich machen. Hi. Ja, dann stell dein Bett hier hin. Echt jetzt? Dann pennen wir jetzt auf dem Berg. Jetzt sind Wundervoll. die Hunde weg. Echt jetzt? Oh, das gibt's doch nicht. Warum? Ich weiß es nicht. Oh Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein. Nicht mal etwas Gutes heute. Wo sind die hin? Sag jetzt nicht, mein Bett ist runtergefallen. Jetzt habe ich eingesammelt. Uffs. Keine Ahnung, die waren doch noch eben da, jetzt sind sie plötzlich nicht mehr Ich da. habe keine Ahnung. Ach Mann, ey. Toll. Ja, komm, lass weitergehen. Vielleicht kommen sie irgendwie noch. Das glaube ich nicht, aber okay. Teleportieren sie. Aus der Schlucht haben sie immer noch rausgeschafft. Warum fahre ich denn nicht nach vorne? Du fährst? Ah. Ich fahre auch durchs Wasser. Deine Mutti fährt durchs Wasser. Tja. Echt komisch mit den Hunden. Doof. Ja, echt. Ziemlich nervig. Doofe Reise. Ganz, ganz doofe Reise. Ziemlich doofe Reise. Will nie wieder eine Reise tun. Siehst du, deshalb sage ich noch, man darf sich echt nie zu früh freuen. Wo müssen wir jetzt überhaupt lang? Hier? Jojo. Hier oben drauf ist das Plateau, was du platt gemacht hast. Ach so. Ja. Guck. Ah. Oh, ach, hier sind wir. Krass. Hatte ich gerade irgendwie anders im Die Kopf. kommen wirklich nicht mehr, die Hunde. Was ist denn das für eine Ich sag's Scheiße? doch. Wo sind denn die geblieben? Ich meine, Keine Ahnung. die sind sogar aus der Schlucht rausgekommen und jetzt sind Ja, sie keine weg. Ahnung. Plötzlich konnten die nicht mehr laufen oder ich weiß nicht was. Ist doch scheiße. Das verstehe ich nicht. Oh Mann. Aber wir haben uns zu Hause wieder. Yay! Ja. Dein Pferd steht Endlich. wie gewohnt hier auf dem Ding. Jo. Da hat Oh sich nichts Mann. dran geändert. Ist echt blöd. Wo sind die denn? Ich weiß es nicht. Die waren die ganze Zeit, waren die hinter dir. Und Naja, vor allen plötzlich Dingen hat weg. es nicht ein Wolf geschafft. Ich meine, Nee. deine Wölfe sind sogar aus der Schlucht wieder rausgekommen. Und jetzt, hä? Die Tiere hier haben sich alle befreit? Was geht denn ab heute, ehrlich? Was ist denn hier passiert? Check ich nicht. Ich auch nicht. Bitte? Oh Mann, ey. Kann doch nicht wahr sein. Hey Pferd, jetzt habe ich kein Seil mehr für dich. Ich hab noch ein Seil. Okay, das ist gut. Ich bin's dann, wo soll ich's festbinden? Warte, ich Hier? mache hier einen Pflock hin. Upp, da so. Dankeschön. Oh Mann, so ein Ganz toll. Scheiße, ey. Hast du ein Bett? Ja, nee. Wo ist das Bett dann hin? Ich habe nur eins. Entweder ist es runtergefallen oder ich hab's vergessen abzubauen. Nö, ich habe eigentlich. Das eine habe ich eingesammelt, das Egal, andere. ich mache eben eins. Stellst du mir ein Crafting Table hin? Ja. Mach den doch Was? wieder rein. Ja. Krrr, alles ätzend hier. Ja, echt mal. So. Bitte. Upp.
Stück mehr wegmachen. So. Oh Mann, das mit den Hunden ärgert mich jetzt echt irgendwie. Das ist echt nervig, ja. Die ganze Ausfahrt ärgert mich. Ja, der wundervolle Ausflug, der so schön hätte werden sollen. Einfach nur langweilig auf dem Meer rumfahren, nichts finden außer Biome, die ringsrum zu Mast vorhanden sind. Dann einen Wassertempel finden, sich freuen. Dann nichts dort machen können, weil das absolut doof ist, ohne Tränke oder irgendwas. Man absolut nichts machen kann. Schissen. Ja, so ist es. Ja, super. Echt nervig. So. Jetzt wollten wir an den Hafen ein großes Lagerhaus bauen, ne? Ja, stimmt, hast du gesagt, ja. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das bauen. Ich würde vielleicht versuchen, das ein bisschen fachwerkmäßig zu machen. Mhm. Also ich würde es also mindestens zwei Etagen hoch machen, so ungefähr. Ja. Vielleicht die untere Etage mit Stone Bricks und so Holz wie am Bauernhaus so an der Seite. Ja. Und die obere Etage dann so mit so Fachwerk, also das Holz auch so Kreuz, also ein Kreuz. Also es geht. Und also ich glaube, keine Ahnung, wenn du ein richtiges Fachwerkhaus bauen willst, brauchst du echt viel Grundfläche. Nein, nicht halt einfach, also. Ach, meinst du außen oder was? Oder? Ja, ich. Ach so, du meinst so mit, ach so, okay, ja. Warte, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich meine, wenn du die Flächen so hast, dass du hier hast, du Holzwand, meinetwegen. Ja. Und hier halt, so wie beim Bauernhaus, so, dass halt dann hier Holz hinkommt, Stein, 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 Holz, 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 Stein, so, ja. Holz. Ja, finde ich gut. Und, ja, dann ist das zwar ziemlich hoch, weil das wird dann noch höher als hier. So. So. So groß wird dann eine Etage. Moment. Ja, warum nicht? Ich finde es nicht schlecht, wenn es groß ist. Muss ja viel reinpassen. Ja, ich denke mal, so ist das doch ganz okay. Na, jetzt müssen wir jetzt nur entscheiden, was für ein Holz wir nehmen. Oh. Nehmen wir Dark Oak Wood, haben wir hier. Haben wir noch irgendwo Spruce? Hier ist Spruce. Birkenholz nicht. Nee. Was das doof ist. Oder das. Oder das Oakwood, das normale. Ich soll hier von der Seite gucken, ich habe mir die anderen Holzsorten daneben gestellt. Ich glaube, ich finde es dunkel schon wieder am schönsten. Das ist Dark Oakwood, oder was? Ja, ich sehe gerade nur nicht irgendwie. Ich sehe nur zwei Sorten. Hast du drei hingestellt, oder was? Das ist Spruce, das ist Dark. Ach so, oh, ich erkenne hier irgendwie gar keinen. Da ist nicht so viel Unterschied. Farblich auf dem Laptop hier. Eine kleine Abstufung. Ich würde vielleicht Spruce das Spruce nehmen. Gut, dann nehmen wir das Spruce. Okay. Oder das Dark, was hat man am Haus? Spruce. Nee, das war's Dark. Das ist Dark, ja. Dann würde ich hier Spruce nehmen. Ja. Jetzt brauchen wir auch wieder Cobblestones zum Brennen. Ich würde halt unten, ich weiß halt nicht, wie das aussieht, aber ich würde halt unten, damit es halt schon so ein bisschen so aussieht wie was Stabiles und Sicheres oder so, keine Ahnung, würde ich halt unten halt erstmal damit anfangen. Was mache ich jetzt im Mist? Und dann halt, wo habe ich jetzt das Spruce hingetan? Da? Ich habe gerade echt versucht, mit Granit aufzufüllen. WTF? Statt mit Dreck. So hier, ne?
Und Ja. einfach eine Mauer reinziehen, wie gemauert, und dann oben drauf das, in der zweiten Etage das so machen wie hier. Ja? Okay. So, dann brauchen wir noch gebrannten Gobbles. Haben wir noch Gobbles? Nee, ne? Glaub nicht, ich weiß nicht. Müssen wir auch wieder Gobbles farmen. Shit. Juhu, schon lange nicht mehr gemacht. Ja, super. Ganz viel Spaß. Egal. Erstmal, ich mach das erstmal wieder weg hier. Jetzt müssen wir uns noch über die Position und die Größe des Ganzen im Klaren werden. Super, Spitzhacke kaputt. Glaube ich, noch eine. So. Ich würde es vielleicht. Also entweder hier hinsetzen, wo es ist. Oder hier, wo unser Schlafdingens ist. Hier, die Fläche hier. So. Moment. Da oder hier? Nee, jetzt nach da, oder? Dort, wo es ist oder wo ich schon angefangen Ja, habe hier. mach Ja? da. Okay. Gut, und wie groß sollen. Warte mal, die müssen 1, 2, 3, 4, 5 breit werden. 1, 2, 3, 4, 5. Und da kommt dort eins hin. 1, 2, 3, 4, 5. Und da kommt dort eins hin. Zu dunkel. 1, 2, 3, 4, 5. Und da. So groß. Hoch. 1, 2, 3, 4, 5. So hier. Dass es bis hierhin geht. Oder eins kleiner. Ich meine, kann schon groß werden. Ich habe auch überlegt, ob man unten vielleicht ein bisschen nicht, also, dass man oben vielleicht das ein bisschen überstehen lassen soll, weißt du? Oder was hast du vor? Das könnte man natürlich machen, ne? Um einen Block nach außen setzen, Ja, meinst du genau. jetzt? Ja, ein oder zwei Blöcke. Ist vielleicht gar keine so dumme Idee. Dann würde ich es unten vielleicht nicht ganz so groß machen, wie es jetzt ist. Naja, das wird ja dann nicht viel größer, ne? Nur ein bisschen. Nee, aber. Oh. Naja. Das ist halt nur, jetzt müssen wir dann überlegen, wie wir das machen mit den Maßen. Wenn du das dort eins nach außen setzt, hast du dann oben ja andere Maße als unten. Das heißt, wenn ich. Ich habe jetzt übrigens meine Rüstung verloren, ne? Ach so, ach Also, so. die ist irgendwie nicht mehr in der Kiste gewesen, oder? Was war denn jetzt eigentlich damit? Naja, egal. Ach, die habe ich, glaube ich, wieder Macht ja verloren, nochmal. als ich dann nochmal gestorben bin. Ne? Ja, was soll's. Dann machen wir das so, dass wir das hier. Eins weniger. Eins, zwei, drei, vier. Hier haben wir eine Fünfer. Ach so, wir sind eine Zweier-Eingangstür oder eine Einer-Eingangstür haben. Ist mir eigentlich relativ Wurst Wir beim können Lagerhaus. ja auch verschiedene machen. Also muss das jetzt Vierer. Eins ran. Du stürmst gerade wieder ein bisschen. Zwei, drei, vier, fünf. Da muss das Holz hin. Und dann eins, zwei, drei, vier. Und da muss das Holz hin. So. Zwei, drei, fünf, fünf. Und jetzt, wenn es nach außen eins breiter wird jeweils. So, in der Mitte immer noch das eine Fünfer. Hast du links oben das 1 nach außen, hast du das im 4er und 5er und rechts oder das im 4er und 5er. Das heißt, wir können da die Kreuze reinmachen mit dem Holz. Passt. Jetzt müssen wir das von der Länge hier noch hinmachen. Wenn wir da auch zwei Vierer machen. 1, 2, 3, 4. Holz, 1, 2, 3, 4. Und Holz. So. Oder soll ich es noch größer machen? Nur wenn ich es noch größer mache, wird Ich es würde dann es nicht noch größer machen. rechteckig. Okay, ich finde, das reicht auch. Gut, sind wir uns einer Meinung? Ach so. Rechteckig? Ich meine es quadratisch. Quadratisch, ja, so ist rechteckig. Das würde mir für ein Lagerhaus, glaube ich, besser gefallen, als ein rechteckiges. Quadratisch. Sag ich doch. Ah. Mach mich Na nicht so gut. kirre. So. Und jetzt kommen dann halt hier die Steine rein. Ich würde vielleicht hier zwei Türen machen, oder? Zwei einer Türen, so hier. Das wäre ganz interessant, glaube ich. So. Sag mal was. Was denn? Jetzt höre ich dich voll leise. Ah. So, was hat man gesagt? Fünf hoch, ne?
Kann sein, ja. 2, 1, 2, warte, 1, 2, 3, 4, 5 und dann muss jetzt. Jetzt hier. Glaube ich, ne? Warte mal, jetzt hier nach außen. Ja. So. Und so. Und so. Und da war's Holz alle. Nein. Ja, super. Was war das Spruce Wood? Spruce, ja. Das Spruce. Spruce. Ah, ich fange schon mal an, Bäume zu pflanzen. Ja, pflanz schon mal. Ich baue derweil noch die Steine hin, die ich hier habe. Okay, es sind noch genau 2 Spruce Wood. Ist ja der Wahnsinn. Doch, so viel, ja. Pass auf, dass es nicht zu viel ist. Mache ich ja schon. So. Haben wir die schon vertan? Oakwood Sapling. Oak. Dark Oakwood. Hoch. Durch das mal abladen hier. Ich glaube, da sehen. Ganz links sind noch die 2. Auch wieder diese Türen ganz gut aus. Ich nehme mal eben dein Pferd und reite mal rüber und schaue dann die Kiste. Okay. Obwohl. Oh, diese Viecher, ey, jetzt sind hier. Eine Brücke. Du stehst bei mir immer noch hier, ne? Okay. Alles klar. Dark Oakwood, Dark Oakwood. Hallo? Warum schaust du so traurig? Ne, hier ist nur, Dark Oakwood in der Truhe. Stehe ich echt immer noch da? Ja, du stehst immer noch hier. Alles klar. Ich würde es bestimmt gleich wieder zurücksetzen. Ach, wie, ey. Wenigstens weiß ich dann, dass in der Truhe nichts ist, dann möchte ich nochmal hinreiten. Hast du alle Saplings rausgenommen? Nee. Also ich habe jetzt wieder welche reingetan. Dark. Ah, Spruce hier. Haben wir noch Knochen oder hast du die alle noch? Ich habe noch 11. Das ist alle, die noch da sind, oder? Das ist alles, was wir haben. Ach, Mensch. Oh, ey, das ist ein Pferd. Bäume hinballern. Kann er nicht schaden. So. Die Esel stehen alle auf der Brücke. Ach, ein paar Bäume. Ja, ist ja nichts hier. Naja, wir brauchen einiges an Holz hier noch, glaube ich. Und ja, das ist so, für später. Vielleicht. So, stehe ich jetzt immer noch da oder bin ich jetzt hier? Nee, du bist jetzt wieder hier. Und mein anderes Ich? Das... ist weg. Ist weg. Gut. Dein anderes Ich hat sich in Luft aufgelöst. Soll ich jetzt aus den Knochen Dingens machen? Wenn du willst. Jetzt nur die Frage... Ah, dann mal los. Krass, der eine Baum ist schon gewachsen. Ich glaube, die wachsen schneller am Wasser, habe ich so das Gefühl. Wenn man hier Kisten hinmacht und da und dort irgendwas in die Ecke stellt, kann man hier 2, 2. Oh, das ist natürlich irgendwie so Bäume, die brauchen ewig. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie man die Kisten hier anordnen könnte. Haben wir hier noch ein paar? Irgendwo drin? Ich fange schon mal an, für dich abzubauen hier. Das ist nett von dir, danke. Ich baue derweil mal ein paar Kisten, guck mal, wie das aussieht. So, wupp und schwupp, 8 Kistis. Schlurp? Schlurp und wupp. Ich frage mich, ob ich die so hinstellen soll, so... Ah, fuck. Nee, so stelle ich die ganz bestimmt nicht hin. Dann mache ich es doch anders. Und zwar so und so. Und so. Und so. Und dann kommt dann dort in die Ecke meinetwegen ein Crafting Table oder so. Irgendwas in der Drehe. Zack. So. Oh ja, das kann man so, denke ich mal, hinstellen. Kannst du dir dann nochmal angucken.
Dann kann man sich überlegen, was man hier noch hin tut oder wie man das macht. Ich weiß nicht, ob man das noch anders anordnen könnte, ob es dann besser aussieht. Aber Auch naja, Sack. aussieht. Ja, hör auf mit deinem Erzgebirgisch. Okay, ich höre jetzt auf, denn wir beenden jetzt unsere Aufnahme für heute. Nach diesem ganzen Stress und dem Hin- und Hergereite, dieser komischen Kurve, die wir gelaufen sind. Obwohl ich gedacht habe, wir sind nur einmal links abgebogen und diesen komischen Bootsausflug, der absolut gar nichts gebracht hat. Aber immerhin haben wir die ganze Ebene hier platt gemacht und den Markt fertig gebaut und angefangen mit unserem Lagerhaus. Yeah, wie cool ist das denn? Ne? Ja, Wahnsinn, krass, ja. Dann viel Spaß. Was auch immer ihr zu treiben werdet in Zukunft, in nächster Zeit. Oder vielleicht schaut ihr auch gleich in die nächste Folge rein. Wer weiß. Das würde uns freuen. Macht's gut.